Mitarbeiter zu führen, ein Team zu führen, ein Unternehmen zu führen, was ist da eins für die ganz wesentlichen Säulen? Ich würde schon fast sagen, das Fundament in der Führungsarbeit. In einem Unternehmen oder bei einem Team gibt es drei Strukturstufen, könnte man so sagen. Es gibt Alpha, das ist die oberste Führung. Es gibt Beta, das sind die Zweiten. Das sind entweder noch nicht selbstständige Leute oder teilselbstständig. Das sind aber auch Leute, die was über den Tellerrand hinausschauen. Die denken mit. Die sind abrufbar, die haben die Augen auf, wenn der Chef, also Alpha, was will. Die sind einfach da, die sind präsent. Die führen aber auch Mitarbeiter. 10, 15, oft 20 Mitarbeiter. Und nachher gibt es die Gammas. Gammas, das sind die Umsetzer. Das sind die, die was es machen. Die stellen das nicht ganz groß in Frage, das, was da zu tun ist. Die machen es einfach. Bis man ihnen sagt, mach es anders. Dann machen sie es anders. Das ist in jedem Bienenvolk, in jedem Ameisenvolk, in jedem Löwenrudel, in jedem Wolfsrudel eine ganz klare Basis. Die Reviere oder eben diese Strukturen abzustecken. Frag dich selber, wer ist bei uns Alpha? Wenn du drei Leute hast oder zwei, kann das enorme Schwierigkeiten bringen. Das heißt, wenn du zwei Chefs ganz oben als Alpha hast, nachher müssen die ganz klar wissen, welche Aufgaben hat wer. Drone kann zum Beispiel sagen, er macht Marketing und Kommunikation. Drone sagt zum Beispiel, ich bin der kaufmännische Leiter. Aber wenn sich die zwei ins Gehege kommen, die ganze Zeit beim anderen reingeschafteln, nachher entsteht Reibung und Energieverlust. Das kann wirklich bis zum Untergang der Firma führen. Die Reviere ganz klar definiert. Am besten ist Uralpha. Wenn es zwei sind, klar abgegrenzte Reviere, sonst gibt es Probleme. Betas können es mehrere sein, das sind Bereichsleiter. Das sind Leute, die denken über den Tellerrand hinaus. Die folgen dir, die fühlen sich aber wohl, wenn sie einfach als Zweiter dastehen, wenn sie eine Rückendeckung für dir haben. Die brauchen sie aber auch. Die sind aber voll entscheidungs- und handlungsfähig. Gute Betas können alles entscheiden bei den Mitarbeitern, außer zwei Dinge. Das ist einmal, wenn es um Lohnerhöhungen geht und das zweite, wenn es um Kündigungen geht. Alles andere könnten sie selber frei entscheiden. Da gibt man ihnen Verantwortungskraft, Verantwortungsbewusstsein. Verantwortung ist eines für die meisten Motivationspunkte, die es überhaupt gibt. Und die Gammas, das sind die Umsetzer, die braucht man, damit das Team funktioniert. Da sagt man oft, ja, aber die denken überhaupt nicht weiter. Ja, das ist nicht die Aufgabe von Gammas. Gammas, die machen das nachher. Denen kann man sagen, mach das jetzt bitte so, dann macht er es so. Die sind nachhaltig. Beim Löwenrudel ganz genau das Gleiche. Der Löwe ist der Alpha. Der Löwe, der Alpha-Löwe, der schreitet nur ein, wenn es Probleme gibt. Wenn auf der Jagd eine Giraffe zu reißen ist, nachher steigt der Alpha-Löwe ein. Sonst zieht sich der ziemlich zurück und redet nicht groß rein und lässt sie einfach machen. Die Betas, das sind die Löwinnen. Die schauen, dass Futter herkommt. Die schauen, dass das Rudel funktioniert. Wenn alles ruhig ist, dann machen die Beta-Löwen, also die Löwinnen, alles. Die schauen auf die Herde, auf die Tanten und Kinder und Jünglinge. Die schauen auf das alles. Und die Gammas, das sind die Kinder, die älteren Löwen. Und so funktioniert der Herde wunderbar. Das Ameisenvolk mit 300.000 Mitgliedern funktioniert so. Ein Bienenvolk mit hunderten Mitgliedern funktioniert so. Und eben in den Unternehmen funktioniert es auch so. Sei ganz klar bei der Definition von Alpha, Beta, Gamma. Weil da sparst du enorm viel Energie und du gewinnst Klarheit, Ausstrahlung und Charisma und klare Handlungsfähigkeit. Du musst nicht immer so viel Umwege gehen, dass du ans Ziel kommst, sondern du gewinnst Klarheit. Und das ist doch das Geniale. Das Fundament im Führungsbereich, Mitarbeiter zu führen. Klar definierte Bereiche, Reviere, Handlungsspielräume. Nachher tust du viel, viel leichter.